Es war wieder Zeit für ein neues Merchandise-Video. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Merchandise-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es ist mal wieder Zeit. Ich bin Anfang Oktober hier, statt der Halloween-Season, aber dazu gibt es ein separates Video mit dem Merchandise. Und ja, in diesem Video zeige ich euch das sonstige neue Merchandise, zum Beispiel Attraktionen-Merchandise und so einzelne Sachen. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Schauen. Ich bin in Floras Boutique und ich zeige euch jetzt das neue Attraktions-Merchandise. Es gibt so viel cooles neues Attraktionsmerch, vor allem so viele neue Spirit Jerseys. Einmal mit Big Thunder Mountain. Mal nach dem Preis gucken. Kostet wahrscheinlich alle 80. Gucken wir bei Phantom Manor. Ja, da ist das Preisschild. Ja, kosten alle 80. Wie gesagt, es gibt jetzt auch eins von Phantom Manor. Dann gibt es auch noch zu den Attraktionen passende Ohren. Dann für 35 Euro einmal mit Phantom Manor, die kosten auch alle, wenn auch alle 35 kosten. Big Thunder Mountain. Auf der anderen Seite haben wir nochmal dasselbe. Ah ne, hier sind noch die Pirates Ohren. Sieht auch cool aus. Sehen so aus. Muss man hier irgendwie aufhängen. Dann gibt's, kommen wir zur It's a Small World Abteilung. Es war es aber noch nicht mit Big Thunder Mountain und Phantom Manor. Aber jetzt bin ich gerade bei Small World. Und zwar gibt es den Loungefly für 90 Euro. Und hier die Ohren. Die habe ich ja schon. Daniel mir ja mitgebracht für 35 Euro. Dann gibt es hier den Lolli für 4. Ein Kinder-T-Shirt. In Türkis Mint für 16 Euro. Dasselbe in Weiß, oder nicht dasselbe, ein bisschen anders, für 26. Das ist so wie das Erwachsenen-T-Shirt, was ich auch schon habe. Dann gibt es hier einmal ein 100-Teile-Puzzle für 10. Und ein Notizbuch für 16. Dann gibt es hier ein T-Shirt für 30. Wie gesagt, das habe ich. Ah, ne, das habe ich nicht. Ich habe das Tanktop. Das gibt es aber auch noch. Genau, 30. Also ich habe im Prinzip das hier für Erwachsene. Oder hängt das da auch? Ah, das hängt da auch. Das ist das für Erwachsene. Ach, ich dachte, das wäre das für Kinder. Nee, dann ist das für Erwachsene. Genau, Ohren habe ich euch gezeigt. Die Kette gab es hier eben noch. Jetzt ist sie leider schon weg. Vielleicht sehe ich sie morgen nochmal. Hat aber 40 Euro gekostet und die Ohren gab es auch. Gibt aber hier Armreifen. Schlüsselanhänger. 27 Euro. Was kostet der Armreifen? 47. Die Uhr. 60 Euro. Gott. Was ich auch noch cool finde, ist der Schirm. Ich sage, finde ich auch echt schön. Aber 30 Euro. Aber es ist ein schöner Schirm. So, die Ohren habe ich euch gezeigt. Dann haben wir hier noch eine Bomberjacke für Kinder oder für junge Erwachsene für 45 Euro. Es gibt auch einen Pin. Yellow. Was ist denn schon nochmal Yellow? Weiß ich jetzt nicht. Kann 9, 8 oder 9 Euro sein. Und es gibt Bauklötzchen von It's a Small World. 55 Stück. Aus Holz. Kosten 50 Euro. 50 Euro. Hier in der Kasse gibt es auch so ein bisschen Kleinkram. Es gibt nochmal das Puzzle mit Big Thunder Mountain. Für 10 Euro. Tower of Terror Cookies für 10. Einmal einen Magic-Würfel mit allen Attraktionen für 20 Euro. Abends, wenn meine Augen mal schlecht waren. Dann gibt es Tee im Phantom Manor Dose für 15 Euro. Es gibt einen Goldtaler von Pirates für 3 Euro. Es gibt Loungefly-Rucksäcke von Phantom Manor für 80 Euro. Die Ohren habe ich euch ja schon gezeigt. Dann gibt es Phantom Manor T-Shirt für 26.
gibt es nochmal so eine Tasche für 25. Glows in the Dark Notizbuch. Preis ist weg. Schon wieder wie das andere. Dann gibt es natürlich auch den, also Spirit Joy habe ich euch schon gezeigt, Ohren habe ich euch gezeigt. Es gibt eine Tasse von Phantom Manor für 22. Die Phantom Manor Figur. Es gab auch noch ein Schild und das habt ihr bei Daniel bestimmt gesehen. Das ist aktuell ausverkauft, das Schild und das Henry Ravenswood Bild. Es soll aber irgendwann wiederkommen. Das kostet 49 Euro. Dann gibt es hier Schmuck, so ein Lederarmband für 27, einen Schlüsselanhänger für 10, kann man hier so drehen, einen Phantom Manor Ring für 30 Euro, eine Kette für 40 und einen Armreifen für 47 Euro. Dann gibt es hier eine Dose mit, man weiß es nicht, 8 Euro. Was ist denn da drin? Irgendwas Kekse, Süßes, was auch immer. Hier so ein Phantom Manor Pullover, der ist relativ dick. Auch gefüttert für 50 Euro. Dann gibt es auch eine Phantom Manor Lampe. Ich glaube, die gab es aber letztes Jahr schon zu Halloween. Und das war die Villains Lampe für 30. Sieht so aus. Dann gibt es den Lolli mit Phantom Manor für 4. Und ein Phantom Manor Kindershirt, was auch nachts leuchtet, für 16. Und dasselbe gibt es nochmal mit Pirates. Pirates habe ich euch schon gezeigt, das Kinder-T-Shirt. Hier gibt es einen Magnetflaschenöffner für 10. Die Pirates Ohren habe ich euch auch schon gezeigt. Gibt es auch noch so ein Kinderhoodie für 39 Euro. Diese Figur für 49, so eine Schatzkiste. Und auch einen Spirit Jersey von Pirates. Wie gesagt, Spirit Jerseys haben sie jetzt ganz schön viele rausgebracht. 80 Euro, aber ich werde mir keinen von den Attraktionen kaufen bislang. Es gibt auch eine Pirates Mütze für 23. Dieses T-Shirt hier, das ist so eine Art Tanktop. Das ist wahrscheinlich dasselbe wie das Small World. 26. Gibt es hier ein Hoodie von Pirates. Kostet 50 und hier diese Papiertasche für 25. Hyperspace Mountain, Art Regenjacke. Ich sag euch, so viel Attraktionsmensch. Hat alles auf einmal rausgehauen. Für 50 Euro, die kann man auch hier in so einen Beutel reinmachen, klein machen. Richtig praktisch. Dann Peter Pan, gibt es nicht allzu viel. Es gibt hier ein Kinder-T-Shirt für 25. Eine Peter Pan-Schüssel, die sieht jetzt sehr ähnlich der von dem Newport Bay Club. Für 15 gibt es einen Schlüsselanhänger. Für 9. Und hier so eine Kinderjacke mit Peter Pan's Flight. Auch ganz süß. Für 39. Dann gibt es hier noch eine Tasse von dem Drachen, der immer aktuell in Refurbishment ist. 20 Euro. Und auch nochmal Kindersachen mit dem Drachen für 20. Und einmal eine Bomberjacke für Kinder für 45 und einen Rucksack für 50 Euro mit so einem Drachenschwanz. Ja, Big Thunder Mountain, wie gesagt, gibt es natürlich auch. Einmal ein Kinder-T-Shirt für Erwachsene, das kostet 26. Und das für Kinder bestimmt 13 oder so, 16. Eine Rhino-Schildhülle fürs iPhone 11. In welchem Jahrhundert sind die denn stehen geblieben? Es gibt iPhone 15. 40 Euro. Dann gibt es natürlich den Spirit Jersey von Big Thunder Mountain. Auch 80 Euro.
Hier gibt es den Zug für 149 Euro zu kaufen. Und ja, das habe ich in Daniels Video schon gesagt, für 89 Euro soll ein Stück Gold darstellen. Also Daniel hat gesagt, es sieht aus wie ein Nierenstein. Ich habe gesagt, es sieht aus wie ein Dinostein. Also für 89 Euro, okay, machen wir weiter. Schlüsselanhänger für 9. Und hier dieses Lanyard, wahrscheinlich 10. Ja. Und diese Jeansjacke, die relativ, das ist S, die sieht riesig aus. Kostet, ah, hinten steht auch Big Thunder Mountain. Kostet 80 Euro. Die Ohren habe ich euch schon gezeigt. Habe ich euch die schon gezeigt? Ja, ich glaube schon. Ja, Bomberjacke von Tower of Terror. So sieht es hinten aus. Kostet 70 Euro. 60 Euro für das Hemd. Rhino Shield Hülle für die Earpods. 25 Euro. Oh, hier sind sie schon weiter. Bei iPhone 13 und 14 sind sie jetzt mal hier. Für 40. T-Shirt für 30 Euro. Hinten ist Tower of Terror drauf. Es gibt eine Uhr. Ist ja riesig. 60 Euro. Das Schild kostet 89. Und hier die Uhr kostet 119. Da oben habt ihr auch nochmal Tower of Terror für 49 Euro. Dann gibt es hier die Tower of Terror Ohren für 35. Den Pulli für 56. Dann gibt es das Kinder-T-Shirt für 18 Euro. Und hier gibt es noch mehr Schmuck für 27. Und einen Pin. Hier ist wieder keine Farbe. Es ist auf jeden Fall gelb und orange. Und hier gibt es noch Kekse. Die habe ich euch gezeigt an der Kasse. 10 Euro. Jupp. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon fast durch mit dem Merchandise. Hier gibt es noch Pins mit Big Thunder Mountain. Orange, das ist 9 Euro. Hier gibt es den auch noch. It's a Small World habe ich euch gezeigt. Das sind eigentlich, ich weiß nicht, die sind jetzt nicht neu. Die habe ich euch auch gezeigt. Pirates gibt es noch. Auch orange. Und den hier. Gelb. 11 Euro. Ansonsten war es das jetzt mit den Attraktionssachen. Wie gesagt, es kommen noch dieses Phantom Manor Schild und so. Soll wohl nachkommen. Ja. Findet ihr alles in Floras Boutique. Aber auch bei den Attraktionen in den Shops in der Nähe und World of Disney und so. Ja, die 100er Kollektion gibt es hier auch. Ach, der passt jetzt nicht zu Halloween. Muss ich jetzt noch im anderen Merch-Video zeigen, aber den gibt es hier auch für wahrscheinlich 80 Euro. Genau, 80 Euro. Habe ich schon zwar im Christmas-Video gezeigt, aber es gibt auch noch hier Attraktionsornamente. 25 Euro dafür. Pirates. Und das war's. Die zwei gibt es hier noch. Der 100. Geburtstag nähert sich, ja. Und Disneyland Paris macht mit. Es gibt jetzt neue Popcorn-Buckets. Den gibt es noch nicht, aber denselben gibt es in Silber. Es gibt diese Tasse, die es auch noch nicht gibt, aber irgendwann mal. Und hier diese Tasse oder dieser Becher. Den gibt es schon. Gibt es aber in verschiedenen Locations, nicht nur bei Cool Post. In dem Popcorn-Eimer gibt es an allen möglichen Popcorn-Ständen. Und es gibt noch eine Tasse, die hole ich mir vielleicht später, dann zeige ich sie euch auch noch. Was auch neu ist von den Küchensachen, ist diese Mickey-Hand als Halter für so Küchenutensilien. Finde ich auch richtig cool. Weiß nicht, ob der diesmal mitkommt. Was kostet der Spaß denn? 30 Euro mit 3 Vorlegern. Ich habe schon sowas ähnliches von Shop Disney, wo ich die Sachen drin halte. Aber Mickeys Hand ist auch cool. Und die Tasse ist, glaube ich, auch neu. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ist mir vorhin nie aufgefallen. Kostet, Gott, ich bin schon blind, 22 Euro. Ja, ich habe es ja eingangs erwähnt. Die Disney 100 Tasse habe ich jetzt mit Espresso bestellt. Genau, so sieht sie aus. Ich finde sie super schön. Viel schöner als die vom 30. Und also ohne Getränk hätte es jetzt 16 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, steht da was? Das ist auch 16 Euro. 18? Dann ist es 18 Euro mit Heißgetränk. Da seht ihr jetzt auch mal die Popcorn-Eimer live. Es gibt jetzt auch den Cinderella-Popcorn-Bucket vom 100. Geburtstag. Kostet 34 Euro ohne Popcorn und 35 mit Popcorn.
Und hier ist der silberne, der kostet mit Popcorn 25 und ohne. Steht nicht drauf. Gibt's nicht ohne. Müsst ihr mit Popcorn kaufen. Oder halt ohne auch für 25. Und hier seht ihr noch den Becher. Sind schon cool, muss ich sagen. Es gibt neue Prinzessinnenohren. Ich weiß aber nicht, was es für eine Prinzessin darstellen soll. 30 Euro kosten die. Ich muss sagen, ich finde das hier ein bisschen, sieht ein bisschen billig aus. Aber gut, ist alles natürlich Geschmackssache. Hat natürlich schön viele Farben und glitzert schön, aber wieder Geld gespart. Der Encanto-Pulli ist auch neu. Der sieht aber riesig aus. Was ist das für eine Größe? Kostet 65 Euro. Also es gab viele von euch, die wollten mehr Encanto-Merch. Kommt jetzt tatsächlich. So, es gibt auch einen neuen Loungefly und zwar den hier. Den finde ich cool. 80 Euro. Der ist auch nicht ganz so klein. Ansonsten von der Pixar-Kollektion. Das habe ich euch schon beim letzten Mal gezeigt. Gibt es, glaube ich. Der ist neu. Der Loungefly. Und zwar kostet er von der Decades-Kollektion 90 Euro. Es gibt einen neuen Lion King-Poncho für 60 Euro. Sieht so aus. Ist der, nee, der ist einfach nur mit dem Sicherheitsding verbunden. Das heißt, er hat keinen Knopf oder so. Kann man sich so drüber werfen. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Ja, passend zu der neuen Lion King-Kollektion. Es gibt Fischerhüte. Habe ich dir schon mal gezeigt? Von Lion King. Wende-Fischerhüte. 25 Euro. Auf einer Seite habt ihr Mufasa und auf anderen Simba. Ich glaube, den Spirit Jersey habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Kostet natürlich 80 Euro. Und hinten steht Wild About Disney. Passt, ist eigentlich schon so mein Motto, ne? Finde ich schon süß, aber erstmal nicht. Aber hier sind die Hidden Mickeys drauf. Sieht schon süß aus. Zu der Stitch-Kollektion gibt es auch eine neue Jacke. Und ich glaube, das Tuch ist auch neu. Also, ist mir vorhin nie aufgefallen. 80 Euro und hinten ist es tatsächlich Jeans. Stitch drauf. Und davon, von dem Tuch spreche ich, das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Kostet 25 Euro zur Stitch-Kollektion. Der Hoodie. Und hier gibt es noch so einen Geldbeutel für 20 Euro. Die Hose auch. Ist sie neu? Habe ich euch die letzte Mal schon gezeigt. Die Tasche ist auf jeden Fall neu. 38 Euro. Hier Stitch. Jogginghose. 46 und hier das Salonpulli, könnte man auch das Kleid anziehen. 50 Euro. Ja, ich glaube, mehr ist nicht neu von bei Stitch. Es gibt ein Bruno-T-Shirt für 36 Euro. Gibt ja viele Encanto-Fans da draußen. Genau, hier im Fashion, nicht im Fashion, im Motorsportsladen. Es gibt noch mehr neues Encanto-Merch. Die Tasse hier ist auch neu. Kostet 20 Euro. Und hier ist so eine riesen Salatschüssel, was auch immer, für 40. Also die ist wirklich riesig. Für einen Charakter. Ich habe Angst, dass es hier runterfällt. Ne, das ist nur das Haus drauf. Eine Schürze für 35. Und ja, hier gibt es noch einen Encanto-Koffer. Ich weiß nicht. Gab es den vorher schon mal für 90 Euro. Uiuiui. In Mini. Kann man sich auch ein American Tourist davon kaufen. 30 Euro für die Mirabelle-Puppe. Den habe ich euch gezeigt. Und die sind auch neu. Bruno-Teller aus Holz für 25 Euro. Gestern habe ich ja gesagt, der Schmuck war ausverkauft in Floras Boutique. Kriege ich ihn jetzt ab? Ja. Hier ist noch die Small World Kette für 40 Euro. Schon schön, aber nee. Und die Ohrringe? Dabei würde ich immer denken die, ich habe zwei falsche Paar Ohrringe angezogen. Kosten 35 Euro. Ich weiß nicht, ob ich euch beim letzten Mal schon gezeigt habe, im letzten Merchandise-Video. Die Chippendale Ranger Ohren für 35 Euro. Ja, die sind aber sehr beliebt. Also es sind tatsächlich hier die letzten in der Galerie im Village. Im Storybook Store sind sie tatsächlich schon ausverkauft. Ich nehme jetzt auch ein paar mit.
Und das war mein neuestes Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Ich bin ja bald wieder da, weniger als 2 Wochen. Ich hoffe, dass es bis dahin auch nochmal neues Merchandise gibt. Seid gespannt und wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!